Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Video, wieder eine Folge, mein Vlog. Heute mal mit Schnurrbart. Das war so ein billiges Ding aus dem 1-Euro-Shop und naja, es war nicht wirklich so geil. Es ist ziemlich scheiße, weil sich die Haare immer wieder ablösen, wenn man zum Beispiel spricht und die einem dann gerne auch mal in den Mund fallen, sodass man dann drauf rumknabbert. Und einen absoluten Kotzreiz davon bekommt, weil man einfach weiß, ich kaue auf den Haaren von diesem Bärtchen herum. Aber ist egal. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich nur in diesem Vlog tragen. Ist auch selbstklebend. Da gibt es noch ein paar andere in der Box. Das war, also was heißt Box? Das war so ein, ja, das war so ein kleines Paketchen. Aber so begeistert ist das nicht. So, kommen wir direkt zu euren Kommentaren, bevor irgendwas anderes Schlimmes passiert. Was anderes Schlimmes, versteht ihr? N37 Ims. Moment, ich muss noch mal kurz posieren fürs Thumbnail. Nee. So, fertig ist es. N37 Ims schreibt unter mein Vlog Part 8. Bestimmt kommt morgen eine neue Folge von mein Vlog. Junge, woher weißt du das? Alter. Der Junge ist Hellseher. Hey, das deprimiert mich, dass ich das nicht kann. Hellsehen. Mein Vlog, Part 8. Wahrscheinlich, Moment mal, das muss ich gerade mal nachschauen. Ja, den gab es zweimal. Einmal war ich in Gladbeck und das war gerade der andere. Darunter schreibt Shaman Queen, nee, diese Jungs wieder. Ja, wir sind die ungezogensten Jungs überhaupt und wir haben Gladbeck komplett aufgemischt. Shaman Queen schreibt unter Minecraft, Part 5. Ach du grüne Scheune, so viele Creeper. Wo kommen die denn alle her? Das Getier scheint sich irgendwo gesammelt zu haben. Ja, bei mir bei Minecraft ist es eigentlich immer so, dass irgendeine Scheiße passiert, ne? Zum Beispiel war ich mal im Survival-Let's Play unterwegs. Das habe ich niemals hochgeladen. Aber ich habe einfach drei Endermen in der Höhle getroffen und habe die durch einen dummen Zufall alle angeschaut, was dann natürlich mein Tod bedeutet hat. Also ich habe denen direkt ins Gesicht geschaut. So, unter mein Vlog Part 8 in Gladbeck schreibt Mert Erdogan. Ich wohne in Gladbeck. Piep, Straße, das, warum hat der Typ das geschrieben? Warum habe ich dich nicht gesehen? Das kann einfach an der Uhrzeit liegen. Ich habe ja auch immer wieder laut durch die Stadt posaunt. Ja, dieser Mert Erdogan, der hat ja einen Spaß, das habe ich nicht gemacht. Aber wir haben halt drüber geredet und öfters ist der Name mal so, also Kollegen und ich, die da unterwegs waren. Und ab und zu ist dein Name gefallen. Einmal hatten sich sogar so zwei kleine türkische Jungs umgedreht, also ungefähr 12 bis 13. Und die haben mich so mega komisch angeguckt, so nach, also beziehungsweise einer von denen, der andere ist dann einfach schon eher so weitergelaufen, hat nochmal kurz weiter nachgeguckt, also so nachgeschaut dann, warum der andere denn guckt. Ja, ich dachte dann sogar schon, du wärst das, keine Ahnung, was weiß ich. Ist halt doof gelaufen, aber naja, ich war nun einmal in Gladbeck und mal gucken, vielleicht werde ich mich nochmal irgendwie in der Umgebung hier von Herten ein bisschen rumtreiben, wenn ich Zeit habe. Wer weiß. Theo App schreibt unter meinem Vlog Part 8, ja bestimmt. Das heißt nicht ja bestimmt, das heißt yo wahrscheinlich. So, gucken wir mal durch. Minecraft Part 5, Destroytron X, Angriff der Silberfische, Angriff der Klonkrieger. Gibt es da einen Zusammenhang? Nee. Mein Vlog Part 8, darunter schreibt Bambi, Kettergerüst, OMG. Ja, ich muss halt immer auf dumme Sprüche kommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bambi schreibt unter Minecraft Part 5. Wie heißt der Shader? Ich mag keine Silberfische. Du musst installieren, am besten mit Craften Terminal, weil da geht das scheiß einfach. Forge GLSL Seos Shader 10.1 Ultra Motion Blur. Wenn du das installierst, dann sieht Minecraft bei dir genauso aus wie bei mir. Natürlich die Version 1.7.10. Es gibt aber, glaube ich, auch schon einen neuen Seos Shader für 1.8, aber da weiß ich noch nichts genaueres. So, Mert Erdogan schreibt unter Black Ops 2 Part 51. Haha, der Server läuft wie ein Rollstuhlfahrer. Das war jetzt aber politisch nicht so ganz korrekt von dir. Aber ist auch egal. Muss ja jeder selber wissen, inwieweit er da sich dran hält. Auf jeden Fall lief der Server nicht so gut. So, mein Vlog Part 9, das ist ja das Video, was am meisten polarisiert ist von den ganzen Vlogs, das hat auch seine Gründe, weil ich da auch mal ehrlich über was geredet habe, da möchte ich jetzt aber auch nicht mehr drüber sprechen.
So, Theo App kommentiert das vor 3 Tagen, what the fuck. Erstmal eins, mit dem Sombrero kann man dich schlecht ernst nehmen. Wo ist der überhaupt? Ah! Fiesta Manesta! Ich mag Tacos! Geiler kann's eigentlich gar nicht mehr werden. So, okay, also man kann mich schlecht ernst nehmen. Und ja, es ist natürlich scheiße, so behandelt zu werden. Ich denke, dafür sollte man echt Verständnis haben. Es ist völlig richtig, was du machst. Einfach sagen, leck mich am Arsch. Was du hier absiehst, ist echt scheiße von dir. Und ja, wie gesagt, ich kann dir nur zustimmen. Ich finde es auch gut, wenn man nicht nur über das Spiel labert. Es können gerne auch mal spontane Themen oder so sein. Tut mir leid für dich. Ja, mir tut's auch leid für mich, weil, sozusagen die ganze Zeit da doof behandelt zu werden, ist natürlich scheiße, ne? Also, kann ich mich nur anschließen. Spaß. Nee, es ist einfach doof gelaufen, sag ich mal. Ne, ich muss dir jetzt nicht unbedingt leid tun, ne? Also, du musst jetzt kein Mitleid empfinden. Ich habe ja halt eine Entscheidung getroffen und damit muss ich leben, dass ich jetzt da eigentlich eher aussteigen möchte, also eher, sage ich, weil ich noch nicht weiß, ob das vielleicht wieder klappen sollte. Ich bin da jetzt gerade optimistisch, noch ein bisschen, wobei auf der anderen Seite wieder pessimistisch, aber ist auch egal. Epic Schwitzer HD schreibt unter dasselbe Video, wohnt Ei Blali in Herten, weil ich gesagt habe, ich habe so ein Sombrero bekommen. Nein, Ei Blali wohnt in Düsseldorf momentan, soweit ich es jedenfalls weiß. Wie kommst du drauf, dass der in Herten wohnt? Das war ein Witz, ein blöder Witz. Ich habe einen alten Witz von ihm wieder aufgefasst und ich habe das Wort Witz gerade, nee, nicht drei, jetzt viermal gesagt. Viermal. Epic Schwitzer HD schreibt ebenfalls, kannst du meinen Kanal verlinken? Wer zur Hölle ist Epic Schwitzer HD? Epic Schwitzer HD schreibt unter dasselbe Video, du hast recht. Ja, das weiß ich doch sowieso, also ich habe doch sowieso immer recht. Ich meine, wann war das normal nicht so? Gestern, vorgestern, 14 Uhr. Okay, ich geb's auf. Okay, ich hab nicht immer recht. So, Shaman Queen schreibt unter dasselbe Video. Krasse Sache das. Ich finde, dass jeder seine eigene Meinung haben soll und darf. Gönn dir die Auszeit. Und mit dem Sombrero wirkst du wirklich lustig. Was ja nicht so ganz zum Thema passt, oder? Ja, wenigstens bin ich heute einigermaßen lustig gestimmt. Gerade weil ich jetzt wieder Zeit hab, hier ein paar Vlogs zu machen. Das macht mich gerade happy. So, Attackan, Kochaman. Oh, Digga. Digga, Attackan, Alter. Attackan. Nichts schreiben, böse Kommentare. Sonst gebe ich dich Messer, Digga. Ich geb dich richtig Messer. Ich geb dich Messer in den Bauch, Digga. So, dann haben wir jetzt das auch abgehakt. Respekt, wohlgesprochen. Dankeschön. So, das mit Attackern, das war jetzt eigentlich nur so ein kleiner Witz. Das war jetzt nicht böse gemeint oder so. Vor allen Dingen wollte ich jetzt auch niemanden... Naja, ich wollte jetzt eigentlich einen Mexikaner nachmachen, der ein bisschen verrückt geworden ist. Und das kam jetzt eher wieder so rüber wie eine Parodie auf einen Araber, was überhaupt nicht der Fall ist. So, Matthias Bujotek schreibt unter dasselbe Video, du Glückspilz. Nö, eigentlich weniger. So, Matthias Bujotek schreibt mit einem Kommentar de la Arriba unter dasselbe Video. Du tust mir leid. Du tust mir aber voll leid wegen Buraki. Dass du etwas ausgeschlossen wirst, habe ich schon bemerkt. Ach ja? Okay, cool. Du bist so ungefähr die 20. Person, die mir das sagt in den letzten paar Tagen. Das ist irgendwie cool. Auf Skype wurde ich auch ewig angesprochen. Ja, wie kannst du und was machst du da und hast du nicht gesehen? Naja, so what? So, Bambi schreibt unter das Video ebenfalls. Ei, Sombrero. Das ist echt mies. Geht gar nicht. Hör einfach nicht auf die Leute in den Comments. Du kannst niemandem trauen. Warum denn? Ich lese doch eure verdammten Kommentare in jedem Video vor. Was wollt ihr denn noch mehr? Nein, Spaß. Ich weiß, dass man nicht jedem... Alter, das Ding muss einfach weg. Ihr dürft's live miterleben. Ah! 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 Moment, ich mach verstärkte Augenbraue. Geht das? Hm.
Das sieht geil aus. So, ich sehe jetzt aus wie so ein richtiger Spasti. So, okay. Weiter geht's. Atakan Kut. Nein, das Messer ziehe ich jetzt nicht. Atakan Kutschaman schreibt: Ich finde es auch voll cool von dir, dass du viele Vlogs machst. Viele sind es ja nicht eigentlich. Jeden Tag ein Video ist sogar extrem wenig. Wenn ich den ganzen Tag Zeit hätte, dann würde ich mehrere sogar bringen pro Tag. So, ich bringe noch schnell einen Kommentar von Barry Stosak ein zum selben Video. Boah, da gibt es noch ein paar Kommentare. Das Rollstuhl-Dingens. Mr. Rollstuhl-Dschihad, auch geiler Name. So, Barry Stosak schreibt. Also mal ganz ehrlich. Stell dir mal vor, Gronkh würde im Minecraft-LP nur über das Spiel reden. Das kann man doch nicht mehr als 10 Parts aushalten. Vor allem bei Minecraft. Es ist mir damals auch schon aufgefallen, dass Buraki dich gar nicht wahrnimmt und ignoriert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, Moment, warte, ich habe mich nicht immer auf neuen Minecraft-Part gefreut, da zum Beispiel du und der andere da redet und Buraki einfach mal reinlabert. Und ich muss dein genervtes Gesicht dann auch noch sehen, was ja auch nicht schlimm ist. Jeder würde genervt sein. Fand ich gut von dir, dass du bei dem einen Part einfach geredet hast und dir sozusagen alles am Arsch vorbeiging. Hashtag bester Mann. Ja, danke. Hashtag beste Aktion von dir auch. Ich krieg den Bart nicht mehr angebracht. Jetzt ist das Klebezeug da weg. Ich kann. Ja! Ich kleb den auf den Hut. Moment. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe gleich sofort auf deinen Kommentar ein. Warte. So. Das sieht dann jetzt richtig schön behindert aus. Arriba! Mit Fiesta und dem Bart drauf. So. Den Sombrero werde ich dann gleich auch mal fachgerecht entsorgen. Also, das heißt, wieder zurück zum Dennis damit. Boah, Alter, ich glaube, in dem Bart waren Läuse, obwohl der frisch aus der Verpackung kommt. So, gut. Ja, kann ich natürlich auch verstehen, deine Sichtweise. Du hast ja eigentlich eher das bestätigt, was ich im Video gesagt habe, ne? Dass man nicht nur über das Spiel reden sollte, weil gerade bei Minecraft es dann extrem langweilig werden kann. Ich finde es schön, dass es so vielen Leuten auffällt, dass ich da so behandelt werde. Ich dachte eigentlich, da wäre ich der Einzige, aber selbst Checker und so, die ganzen Leute, haben mich da auch bestätigt, dass ich da doch noch, dass ich da die richtige Vermutung hatte. So, dass ich da wohl ignoriert werde. Und nicht, dass das irgendwie nur Zufälle sind. Ja, ich würde sagen, damit wäre ich jetzt fertig. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Vlog. Ich cutte euch jetzt mal hier leider kurz raus bei 13 Minuten. Anders geht's gerade nicht, weil gleich ein ziemlich extrem langer Kommentar von Mr. Rollstuhlji hat im nächsten Video auf euch wartet. Euer Ketter sagt Cheerio, Peace and out, in dem Sinne, haut rein.